Hallo zusammen, es ist Sonntag, der 17. September und ich habe heute mal wieder die Gelegenheit, hier bei der U6 vorbeizuschauen. Bin ja an der Rampe, die zum Bahnhof Borsigwerke führt und heute am Sonntag ist natürlich Stillstand. Da sieht man ja zwei Wegebagger bzw. Arbeitsgeräte, die auf Schienen fahren können. Und der vordere, der steht doch auf dem Gleis in Richtung Altegel. Und das ist insofern hier noch da. Und das linke ungefähr da, wo der Container da ist, dieser blaue mit der 701 drauf, da hört ungefähr das Gleis auf. Und hier vorne sieht man eben, wo das eine Gleis fehlt. Und da rechts von den Holzschwellen, da hört dann auch das andere Gleis auf. Und dann hat man hier einmal den Blick den Bahndamm hoch. Ich gehe jetzt erst einmal nach links, einmal nach rechts und dann geht es noch weiter bis zur Scharnhilberstraße. Hier noch einmal der Blick dann ein Stück weiter links, wo dann auch der Trog da hinten beginnt, zwischen dem Container und dem Bagger, da hinten, wo die Reifen aufgestapelt sind, da beginnt der Trog. Und ja, hier ist eben die Stelle, wo die Bahnstrecke ebenerdig ist. Und wie man sieht, ist hier schon viel alteres Material entfernt worden, viel liegt rum. Ich kann euch leider, weil ich jetzt hier eine Weile nicht war, nicht sagen, ob das jetzt neu eingeschottert ist. Aber für mich sieht das ehrlich gesagt noch relativ nach, auch wenn man hier so hinschaut, nach alten Gleisbeständen aus. So, und jetzt sind wir noch ein Stück nach rechts gegangen. Und hier sieht man, da ist vom Bahndamm nicht mehr viel übrig. Da ist eigentlich nur noch Damm. Und da vorne, da kann ich auch nochmal hingehen, da ist so eine komische Treppe, dass man da besser hochkommt. Also wenn ich das richtig interpretiere, beziehungsweise die Pläne richtig, da ist die Treppe, richtig verstanden habe, kann das hier noch nicht neu eingeschottert sein, da ja der ganze Bahndamm saniert werden muss mit zusätzlichen Abstützungen bis tief in den Boden, weil der ja relativ steil aufgeschüttet wurde und man, ich finde, das sieht man sogar auch, wenn man da so mal so guckt, dann soll der ja noch von unten quasi abgestützt werden, weil eben ja die Seiten für heutige Verhältnisse zu steil sind. Ja, das erstmal zu der Stelle. Weiter geht's. So, jetzt bin ich hier an der Seidelstraßenbrücke über die Bundesautobahn 111. Sogar für Sonntag. Ja, naja, normal befahren halt, ne? Und hier ist eben auch die Autobahnbrücke für die U-Bahn. Und die habe ich ja schon mal erzählt, die wurde ja dann in den 70ern, ich glaube Anfang der 80er eingeschoben, als die Autobahn gebaut wurde. Auf jeden Fall hat man die Brücke jetzt, und das kann man da in der Mitte ganz gut an den Mittelpfeiler sehen, hochgedrückt, hochgeschoben. Und dann sieht man, das sieht man auch da links an dem Widerlager, ja. Und auch wenn ich jetzt mal hier rüber gehe, natürlich auch hier am vorderen Widerlager, am rechten. Und das ist also eine ziemlich aufwendige Konstruktion, um eben da die Brücke vernünftig sanieren zu können. Und das Ganze, es geht so weit, dass sogar hier die beiden mittleren Spuren der Autobahn gesperrt werden mussten. Ja? Also hier ist normalerweise dreispurig und 80 und jetzt ist hier zweispurig und 60. Und das setzt sich dann so weit fort, weil hier auf der anderen Seite da hinten der Flughafentunnel beginnt. Ist sogar im Flughafentunnel Richtung Norden da schon dann die linke Spur bei der Ausfahrt gesperrt. Also eine ziemlich aufwendige Sache.
Ansonsten sieht man da dieses Stück hinter diesem Gestrüpp da oben, das ist ein Stück Bahndamm. Und da hinten, wo der Kran steht, da gehen wir ja mal jetzt hin. Hier nochmal ein Blick auf der eigentlichen Autobahnauffahrt Seidelstraße, Anschlussstelle Seidelstraße. Die ist jetzt hier komplett zugestellt mit Baustellenzeugs. Und da sieht man nochmal, wie die Brücke da hochgehoben wurde. An der Stelle, da sieht man so ein, über dem weißen Container sieht man so eine Höhendifferenz. Ja, und deswegen, jetzt weiß man auch, warum man hier nicht mehr auf die Autobahn fahren kann. So, jetzt haben wir hier einmal das Brückenwiderlager, das ehemalige, auch auf der Nordseite. Im abgerissenen Zustand. Und da auf der anderen Seite, entschuldigt für den harten Cut, und da auf der anderen Seite wird das Südlager neu errichtet. Und dafür ist hier auch die Scharnweberstraße weiterhin nur halb befahrbar, also eine Spur pro Richtung. Und was man auch natürlich hier schon vorne sieht, ganz zentral, ja, unübersehbar, die beiden neuen Pfeiler für die, also die beiden Betondinger für die Mittel, für den neuen Mittelpfeiler, weil die neue Brücke ist ja keine Spannbetonbrücke mehr, jetzt kommt der Bus, sondern eine Brücke, eine Stahlkonstruktion mit Mittelpfeiler. Ja, hier begegnen sich die U-Bahnen, die man natürlich kein Fahrrad mitnehmen darf, obwohl U-Bahn draufsteht. Und ja, jetzt gucke ich nochmal, ob man da von da vorne noch ein bisschen was sieht. Im schönsten Betongrau stehen sie hier und warten darauf, dass sie für die nächsten, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte hier was tragen sollen. Ja, und hier sieht man jetzt, dass die da schon relativ weit sind. Also, ne, ich war jetzt auch seit ein paar Monaten nicht mehr hier. Einfach, weil ich auch umgezogen bin tatsächlich. Aber ich würde mal behaupten, das ist die Einschalung. Ja, und das Teil ist bald fertig. Und da sieht man, wo obendrauf eigentlich die U-Bahn fährt, dass da nichts mehr ist. Das ist der Bahndamm. Und da sieht man auch schön, was wir hier in Berlin für Böden haben und weshalb hier in den Gärten so wenig gedeiht und wächst. Sand. Es ist einfach Sand. Bestenfalls nochmal Lehm. Ja, aber das ist im Prinzip auch nur, naja, ich halte jetzt keine großen Bodentheorien. Davon habe ich nämlich keine Ahnung. Naja, also sie kommen ja ganz gut voran. Ich bin eigentlich ziemlich happy. Dafür, dass ich eine Weile nicht hier war, 3-4 Monate, ist schon relativ viel passiert, muss ich ehrlich sagen. Ja, und jetzt werde ich nochmal, weil ich gerade nochmal die Möglichkeit habe, nochmal gucken, ob bei der Heidekrautbahn wieder zu irgendwas neu ist. Und ansonsten, ja, hört ihr dann von mir mal irgendwann wieder, wenn ich Zeit habe, euch ein paar Aufnahmen zu machen. Vielleicht Mitte Oktober oder so. Bis dahin, ich wünsche euch was.